So, meine Freunde, weiter geht's mit Let's Play Gothic 2, der Nostalgic Edition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Leute, neues Jahr, neues Glück. Ich habe die erste Woche Urlaub bekommen. Das heißt, Gothic zocken. In der letzten Folge haben wir das Tal von Adanos unsicher gemacht. Haben alles auf den Kopf gestellt, alles umgehauen. Und jetzt müssen wir hier Quahodorn und Jahrkinder beschwören. Quahodorn und Jahrkinder. So, wir brauchen erstmal die Beschwörungsformel. Wo ist denn die Scheiße? Die muss ja hier irgendwo sein. Quahodorn beschwören. Oh! Ja, den Helden hat man sehr gut verstanden gerade bei dem Schrei. Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Sag mir, was ist dein Begehren? Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Adanos Zorn ist über Jahrkinder gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanos. Der Tempel bleibt verschlossen bis in alle Ewigkeit. So wie es der Rat entschieden hat. Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Tatsächlich? Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Ja, und die Fragen. Da bin ich ja in Returning so verzweifelt. Ihr habt mir diesmal gemerkt. Ihr müsst Tick noch im Kopf haben. Komm, stell mir deine Fragen. Stell deine Fragen. Ich bin Quahodorn, der alte Kriegsherr von Jahrkinder. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Jahrkinder ist es, der du angehörst? Der Totenwächter. Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jahrkinder vor feindlichen Angriffen? Die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Ich glaube, das waren die Priester, oder? Komm. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Die Haut drauf. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Und das wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Cardimon und ich sind die einzigen in Jahrkinder, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet.
Tja, dann wird wohl dein Kumpel Cardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Der Geist hat einfach keinen Bock mehr und wollte es spannend halten. Sehr schön, dann haben wir es auch fertig hier. Das ist die Frage. Gehen wir direkt zu Raven oder erkunden wir es zu Ende? Wir haben ja noch ein, zwei Orte. Wir müssen noch in die Bibliothek die Steintafel holen. Und wir könnten uns im Sumpf nochmal umsehen. Da sind nämlich noch einige Viecher. Wir könnten auch... Ja, wir könnten mal machen. Dann werden wir sogar eine Stufe neu stiegen, glaube ich. Wenn wir alles erledigen davor. Dann können wir gut gerüstet zu Raven. Weil der wird ja ein bisschen was drauf haben, schätze ich mal, oder? Der Alte haut drauf. Ist natürlich für euch nicht so spannend, wenn ich hier nur ein paar Monster klatsche. Aber so ist es nun mal, Leute. Ich schneide nun mal nicht. Spiele Uncut. Und da gibt es nun mal solche Levelphasen. Hier waren Schattenläufer drin, oder? Speichern mal. Ja, ist die Frage, schaffen wir den? Okay, die Sicht ist zwar ein bisschen scheiße für euch jetzt, aber so kriegen wir ihn tot. Scheiße. Na gut, ich sehe auch ein bisschen wenig, wa? Kacke, Mann. Aber so kriegen wir ihn. Warte, das schaffen wir nochmal. Ich muss nur tiefer rein in die Höhle. Scheiße. Ja, Schattenläufer sind noch assi, muss man sagen. Ich schaffe die zwar schon auf meine Tour gerade, aber ist trotzdem noch schwer. Ich würde sagen, wir lernen erstmal noch ein bisschen Stärke und... Ah ne, wir könnten... Lernen wir Einhand oder Stärke? Wir lernen nochmal Einhand. Dazu halt meine kleine Bartaxt, die hat keine Reichweite. Hätte ich jetzt ein geiles Langschwert mit dem Schaden von der Bartaxt, da würden wir den locker fertig machen. Weil einfach die Reichweite da ist. Aber mit der kurzen Axt beim Schattenläufer, wenn man so gegen eine Wand glitschen muss, ist ein bisschen assi. Ach, warte mal, hier, Skip. Immer wieder das Gleiche. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Der Mörder interessiert mich nicht. Was ist mit meinem Grog?
Wegen des Grogs. Meinst du, mir geht es besser? Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Umsonst? Naja. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Na, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Hat auf die falschen Der Leute Kerl gehört. Sagte damals, er sei magisch. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn das statt dem Geld. Gar nicht gewusst. Naja, gib mal Ring. Gib mir den Ring. Hier hast du ihn. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Okay, können wir hier noch bei Paul, glaube ich, war? Oder war? Nee, Visa? Bill. Hey, du. Können wir noch den Mörder verraten? Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Unerledigt. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblang. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Gute Einstellung. Der Ruhe liegt die Kraft. So, morgen. Hey. Unterrichte mich. Nehmen wir direkt zweimal mit, oder? Ja, komm. Zumindest weißt du mittlerweile, wie man ein Schwert hält. So, jetzt sind wir bei 52, das ist gut. Wenn wir bei 60 sind, investiere ich wieder in Stärke. Oder andere Sachen. Patronenbeutel haben wir gefunden, okay. 10 Patronen gefunden? Was? Krieg ich hier irgendwie eine Knarre? Schön Mittelalter, schön mit so einer Schrotflinte. Bam, bam. Betty, ey, die hätte ich so gerne. Aber Geschicklichkeit, Alter, wirklich so eine Scheiße. Naja, was will man machen, wa? Magische Armbrust. Ey, guter Brücke. Ja. Magische Munition für, wa? Warte mal, was konnte man noch lernen? Nee, bei Samu könnte man noch was abgeben. Das Rezept. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Das ist das absolute Mörderzeug. Pass auf. Du machst mir Angst. Ich glaube, ich werde trotzdem einen Versuch starten. Ja, dann viel Spaß, wa? Nachher liegt er hier in der Koje. Komplett am Arsch. Okay, was haben wir noch? An sich sind wir hier fertig, oder? Der Bus noch die Reliquien. Schürfer und Erz. Ach so, ja. Ja, sind an sich nur noch die Reliquien. Die ganze Scheiße. Dann sind wir jetzt fertig. Bei den Banditen und Piraten. Das ist gut. Ich probiere jetzt nochmal den Schattenläufer. Der ist auf jeden Fall machbar, Leute. Ich würde den gerne mitnehmen. Man muss sagen, von den Kreaturen sind die Schattenläufer wirklich die schwersten.
weil sie so schnell zuschlagen. Geiler Schlag. Ich muss halt das richtige Timing haben. Immer direkt nach seinem Schlag. Jetzt. Scheiße, Mann, der... Ah, ja, weil ich so schlecht sehe. Die Wand ist hier scheiße. Sehr schön. So, jetzt nehme ich ganz viel Loot. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ja, also wir haben ein bisschen Scheiße drinne. Wie ein alter Fisch und ein Pilz. Aber jetzt brechen wir wieder 30 Dietriche ab. Geil. Komm. Ja. Geil. 100 Goldmünzen. Naja, nicht schlecht. So, jetzt du. Immerhin nicht abgebrochen, doch jetzt aber. Da haben wir den Scheißfisch. Geil, Junge. Ich wusste es. So. Hier ein bisschen gebuddelt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Rubinsäbel. Ja, Stärke? Nein, natürlich ist auch so schick. Ey, so eine Scheiße. Wir nehmen mal einen Trank. So, dann würde ich sagen, gehen wir in den Canyon. Oh Mann, die Bibliothek wird doch schwer werden, glaube ich. Da ist ja dieser besondere Feuerteufel drinne. Und die ganzen Kacksteinwächter. Die mich wie Bud Spencer oder Saitama verprügeln. So eine Scheiße. Na, mal gucken. Vielleicht wird's ja. Das wird neu gespawnt. Ein paar Ratten. Die holen wir uns natürlich. Ein bisschen Erfahrung schadet nie. Und jetzt müssten hier wie 20 Orks gespawnt worden sein. Ey, die will mich so verprügeln. Aber hier ist noch alles tot. Das ist gut. Alt geplündert. So, jetzt müssen wir einen Schattenläufer machen. Beziehungsweise Feuerteufel. Da ist er schon. Mit Steintafel. Speichern. So, dann komm mal her. Den müssten wir an sich machen wie ein Schattenläufer.
Jo, das ist nämlich noch schwieriger, weil ich verbrenne. Wie bei einem Feuerwaran. Geil. Ein Hit, bin tot. Na, das lief doch gut. Geil. Okay, ich dachte, ich steppe jetzt hier 20 Mal wieder. Bärenheilung. Bärentruhen. Oh nee. Oh nee. Speichern erstmal. Oh mein Gott, meine Dietriche. Meine Fresse. Fickt euch, Alter. Und dann ist da nur so ein bisschen Scheiße drin, wirklich. Die Gegenstände hier sind weniger wert als die Dietriche, die gerade abgebrochen sind. Aber hier ist so ein geiler Loot drin, wa? Die nicht verschlossen ist. Macht irgendwie keinen Sinn, aber gut. So, jetzt müssten ein paar Steinwächter kommen. Da kommt schon der erste. Geil, ich hab keine Reichweite mit der Axt. Das ist sehr schlecht. Das ist noch voller Teufel. Sagen, wir haben uns erstmal was hinter. Zwei Tränke. Hier noch ein kleiner Trank. Und dann nochmal speichern. Erstmal ein Schluck von der Cola. Belebt die Sinne. Perfekt. Wird immer besser, Leute. Kaum zu glauben. Okay. Gut, Leute, werde ich jetzt nicht vorlesen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne lesen. Aber diese Jacken da, diesen Jacken da Quatsch, den lese ich nicht vor jetzt. Das wäre zu viel. Speichern. Ein dreckiger Two-Hit. Weil hier halt mehrere stehen. Bei den Steinpulten, deswegen lese ich das nicht vor. Und das wäre einfach zu viel jetzt. Mal so ein Stein, mal so ein Steinpult, ja gut. Aber wenn jetzt hier 4, 5 stehen. Das dauert leider zu lange. Und da haben wir die Steintafel. Die gesuchte, glaube ich. Aber wir gehen natürlich noch auf die andere Seite. Oh no! Gut, dass ich schon so viel in Crit investiert habe. Während ist noch ein Feuerteufel. Ja, scheiße, kann ich nicht mehr jetzt in Heiltränke verschwenden mit dem Butlerfleisch.
So, speichern. Erstmal du. So, ist der da drin, der Feuerteufel. Aber ich glaube, da steht auch eine Statue, oder? Irgendwo. Perfekt. Genau, da steht sie. So, jetzt wird alt geplündert. Eine Klinge haben wir bekommen. Kugelblitz. Verwandlung Feuerwaran. Und geile Tränke. Jetzt haben wir die Steintafel, die gesuchte, die gelbe, da haben wir sie. Jo, dann sind wir hier auch fertig. Dann könnten wir jetzt in den Sumpf gehen. Und da nochmal aufräumen, die letzte Erfahrung mitnehmen. Und hoch in die Berge wandern. Dann können wir Raven klatschen. Und dann sind wir hier komplett fertig. Dann geht's ab in Mietal. Da freue ich mich schon, muss ich sagen. Jaken da ist zwar sehr schön gemacht, muss man sagen. Besonders weil es eine Erweiterung war. Haben sie geil gemacht. Aber ich bin lieber im Mietal und werde da verprügelt, als hier in der Idylle. Ob das irgendwas über mich aussagt, ich weiß es nicht, aber so ist es nun mal. So, wir können Teleporter nutzen und an sich die Quest auch abgeben. Bei Satoras, dem alten Sack da oben, steht er schon wieder wie so ein Gott. Wollte das König sagen, aber Gott, der hält sich höher. Hey! Hey! Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte. Aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Naja, Raven, der gibt einfach Marvin in die Konsole ein und teleportiert sich dann nach hinten zur Klaue. So ein Ding ist das. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen.
Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Vor allen Dingen, ja, die ganzen alte Volk, diese Übermenschen, überhebliche Trottel nennt, Alter. Und das aus seinem Munde. Ey, wirklich, Satura ist immer wieder für einen guten Gag auf Lager, Alter. Immer für einen Scherz zu haben, der Typ. Wirklich, der macht hier nichts. Der könnte jetzt einfach mitkommen, mir helfen. Der könnte mich im Hintergrund heilen. Oder Raven mit ein paar Eisblöcken und Wasserbällen abschmeißen. Ein bisschen Damage verursachen. Ja, wie seine Leute. Aber nee, ich muss alles alleine machen. Und dann nennt er noch seine mehr oder weniger Vorfahren oder Vorbilder Trottel. Wirklich, der Typ ist so was von lost. Das gibt's ja nicht. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Die Banditen benutzen diese Steintafeln als eine Art Zahlungsmittel. Die Tafeln tragen das Zeichen Quahodrons, eines großen Kriegers. Er ist der Feldherr, dessen Sohn Rademis die ganze Stadt in den Untergang getrieben hat. Tch, ich wette, die Banditen wissen nicht einmal, mit was sie da handeln. Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimom. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Dieses Ding hier lag in einem Gebäude nahe des großen Sumpfes. Das wird das Haus der Heiler gewesen sein. Wir wissen sehr wenig über sie. Sie scheinen die ersten gewesen zu sein, die verschwanden. Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, ja, na klar, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen ja, kann. Ja, kannst du jetzt ja nie. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir ja, gnädig Adanos sein ist und mir uns gnädig. Alle beschützen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Vor allen Dingen, sie sind doch die Gelehrten hier, die Magier. Ich bin nur ein scheiß Krieger, ein Hau drauf, der nur ein bisschen mit der Axt ausholt. Und ich muss die ganze Scheiße entziffern. Egal, wann man zu Satoras geht, egal wann. Wir wissen zu wenig. Wir haben keine Informationen. Ich bin gerade am Wichsen, stör mich nicht. Wirklich, das gibt's einfach nicht. Adanos möge dich schützen. Und die Leute verstehen nicht, warum ich die Wassermagier so hasse. Wirklich, manchmal kriege ich Kommentare. Ja, die finden das ganz gut. Ja, die Götter. Leute, ich sag ja nichts gegen die Götter an sich. Dieses Dreiergespann mit Neutralität, böser Gott, guter Gott, es war. Gab's auch schon öfter, ja. Aber haben sie sehr gut hier gemacht im Spiel. Und ist ja auch schon ein altes Spiel. Alles fein. Aber diese Wichser hier, besonders er hier, der schwarze Mann, die machen mich einfach nur sauer und machen mich fertig, wirklich. Über die könnte ich mich den ganzen Tag aufregen. Manche würden, wenn irgendwer mal eine Tierlist macht oder irgendwie Fragen stellt, was ist euer, welchen Charakter hast du am meisten aus Spielen? Andere würden da keine Ahnung aus The Last of Us, Abin oder so nehmen. Bei mir ist ganz Saturas, der ist ganz oben, Alter, aber so was von. Gibt's ja nicht. Dann kommt sein ganzer Clan hier, sein ganzer Rentnerverein. So, wir haben noch eine Quest mit den Herrenhäusern, oder?
Die hat mir die Scheiße gegeben. Jordrian, wo ist denn der Alte? Du bist es nicht, du hast Haare. Da hinten, oder? Ne, hier ist er. Jordrian, was ist eigentlich mit Marvin? Hey, du. Wegen der Herrenhäuser. Ja? Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Das Haus der Heiler steht mitten in der Sumpfregion und wurde von einer Menge Steinwächtern verteidigt. Es steht also immer noch? Ja. Fragt sich nur, wie lange noch. Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich die Zeugen der Vergangenheit in diesem zerfallenen Zustand sehe. Das Herrenhaus der Krieger wurde von Raven als Unterschlupf verwendet. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Vermutlich ist es die sicherste Festung, die in dieser Region noch zu finden ist. Im Haus der Priester waren jede Menge Minecrawler. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Adanos, seltsame Dinge geschehen in dieser Region. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Ich habe alle Herrenhäuser gefunden. Waren sie alle dort, wo ich es gesagt habe? Mehr oder weniger schon. Sehr gut. Dann hat sich meine Arbeit ja doch gelohnt. Ich danke dir. Ja, ja. Wie wär's mit einer Belohnung? Okay, den müssen wir auch noch machen. Den Trank brauen. Ja, machen wir aber später, komm. Wir gehen jetzt erstmal durch den Sumpf, klatschen alles. Na hoppala. Bin ein bisschen ausgerutscht. Bin in die Hundescheiße reingesprungen. Hier waren wir noch ja nicht. So, Hallöchen, meine lieben Mücken. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. 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 Da hinten ist noch einer. So. Ich bekomme gar kein Sekret von denen, oder? Eigentlich nicht gelernt? Tierverwertung da unten. Ach, ihr braucht die andere Rüstung wieder. Speichern erstmal. Weil hier sind noch ein paar. Oh no! Der kriegt Gegner. Naja, gut, nee. Den laden wir nochmal. Bitte einzeln. Sehe nicht durch das Blatt. Danke dafür.
geil. Also mit der Waffe bin ich ja gegen Golems komplett am Arsch. Geil. Ich hab ja null Reichweite, Alter. 10 tue ich auch nichts. Holy shit, ey. Kann ich direkt schlafen gehen? Aber ich wollte eh noch zu Edgar gehen. Okay, haben wir doch gelernt. Wo haben wir hier im Bett? Anscheinend gar nicht. Dann müssen wir schnell zum Banditenlager gehen. Hopp. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache an. Das habe ich gesagt. So, jetzt holen wir uns hier einen Golem noch. Ich würde hier schon gerne alles mitnehmen. Zur Not wechseln wir die Waffe wieder. Für das Langschwert. So, einer ist tot. Oh Gott, nur noch zwei, Alter. Geil, dass er den Schlag auch noch macht. Ich nehme mal die andere Waffe. Leute. Reichweite und Technik. Speichern. So ist der letzte. Wo ist der dritte im Bunde? So, der Rest sollte eigentlich tot sein hier, oder? Bin ja hier schon mal durchgegangen. Außer bei dem kleinen Sumpffeld da. Boah, keine Heilpflanzen. Vielleicht lerne ich irgendwann mal Alchemie und mache mir dann Tränke draus. Mal gucken. So, dann weiter. Ich würde sagen, nach links gehen wir jetzt den Weg.
Hier ist noch viel Erfahrung. Hier fehlt auch Gratis-Erfahrung durch die Sumpfeier. Oh, nicht beide auf einmal bitte. Hau ich auch noch direkt rein, super. In die wandelnde Muschi. Stufe gestiegen, geil. Genau deswegen mache ich das ja hier. Erstmal du. Ihr wartet ja dankenderweise. Kommt wer jetzt später? Scheiße. Immer noch nix. Hier wird hier buddelt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Da glaubst du richtig. Die geben so viel Erfahrung, Alter, und für free. Für free. Nee, für free. So. Oh nee, jetzt zwei wollen wir nicht. Wir wollen es einfach. Na komm mal her. Er lebt noch. So, da ist noch einer. Hier. So, das haben wir alles. Sehr, sehr schön. Haben wir Blut fliegen. Oha, da sind Fischmenschen, Leute. Da müssen wir uns erstmal hochheilen. Weil die haben guten Schaden gemacht, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Und dann nehmen wir auch besser mal die andere Axt. Zwei ist ein bisschen unfair jetzt, Leute. Zwei ist ein bisschen scheiße, weil die ziemlich viel aushalten. Okay, der schießt, ist perfekt. Stellen wir uns unter den Baum. Du bist ein Trottel. Junge, ich hab hier null Reichweite.
Also die Fischmenschen finde ich schon cool. Erinnert mich auch an Lovecraft. Oder Lovecraft, wenn man aussprechen möchte. Schön an Dunwich. Und Cthulhu! Kletter hoch da, Mann. So, hier geht's noch hoch. Schöner Heiltrank. Wie haben wir das eigentlich? Wo schon wieder eine Stunde rum, ey, wirklich. Der Kunden, der verbraucht so viel Zeit immer. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ey, fick dich. Ey, fick dich. Muss mir unbedingt ein paar Dietriche kaufen bei Torben. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Drachenblut. Ich muss sagen, das war die geilste Neuerung bei Returning, dass man die Kisten einschlagen konnte mit genug Stärke. Einfach der geilste, wirklich. Oh ne, noch ein Schattenläufer. Easy. Priesterstab haben wir gefunden. Und ein Feuerregen. An dem Weg wahrscheinlich eh nicht benutzen können, oder? Denk mal, ja, was brauchen der? 75 Mana, Alter. Holy shit. Nee, danke. Kann ich verkaufen und sich. So, was haben wir jetzt hier in der Höhle noch? Mindcrawler. Ganz viele Mindcrawler. Eine Eiswelle, okay. Oh nee, und Runenmacht. Eine Zweihandwaffe. Nein, warum eine Zweihand? Mein Gott, wie viel Stärke Einhänder fängt nur Scheiße. Ich glaube, Bilja ist, glaube ich, Stärkewaffe, oder? Einhand.
Wir haben ein paar Ratten. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, gut. Speichern wir erstmal ab. Ey, das kann nicht sein. Was mache ich? Ich habe mir die Kombi nicht gemerkt jetzt. Scheiße, Mann. Ich glaube, 2 nach da. 3 nach da. Dann den. Okay. Geweihtes Wasser. Und ein bisschen Gold. Brauche unbedingt Dietriche. Ring der Heiler. Oh nee, noch eine Truhe. Ja gut, die Truhen sind an sich gar nicht so schlecht, weil die viel Gold haben. Naja, wir haben ja bald Meister im Einhand. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, draußen ist noch ein Bluthund. Den holen wir uns natürlich. Dann sollten wir eigentlich im Canyon rauskommen. Jo, ganz viel Loot, Alter. Buchenbogen. Schwere Wunden heilen. Ja gut, hier brauchen wir jetzt nicht weitergehen. Wir gehen jetzt zurück. Wir könnten noch geistige Irrwege machen, so. Falls wir die Zutaten haben.
Und wir müssen Dietriche kaufen. Ganz viele Dietriche. Lass uns handeln. Okay, okay, Dietrich, ja. Ne, war eigentlich klar gewesen. Mich fragt ja keiner. Und den handelt niemand? Das war keine große Sache. Ist könnte welche haben. Da gehen wir mal gucken. Ich hätte das nicht gemacht. Ich frage. Pfefferbeutel. Perfekt, den brauchten wir ja auch für das Rezept. Zeig mir deine Ware. So, Dietriche. Schattenrüstung. Nee, brauchen wir nicht. Kennen wir schon. Das war der, oder? Trank hergestellt, ja. Ich hätte das nicht gemacht. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich habe einen Trank für dich. Das wird dir helfen, dich zu erinnern. Ich vertraue dir. Das ist ein Fehler. Und? Ich erinnere mich wieder. Jetzt sehe ich. Adanos Stimme bei. Was habe ich getan? Ja, was hast du getan? Und vor allem, was hat Raven getan? Ich habe ihm geholfen, Kontakt aufzunehmen. Zu ihm! Er wollte verschiedene Elixiere. Ich braute sie ihm. Er hat versucht, das Portal zu öffnen, um in den Tempel zu gelangen. Wieso? Was will er in dem Tempel? Ein mächtiges Artefakt. Es liegt begraben, zusammen mit dem, der es einst trug. Ein großer Krieger, der ihm verfallen ist. Und weiter? Wir konnten das Portal nicht öffnen. Aber Raven war sicher, dass er es könnte, wenn er die Gruft des Priesters ausheben lässt. Deshalb brachte er die Sklaven her. Opfer, die er zwingen konnte, dort zu buddeln, wo die Mächte der Zeit ruhen. Gruft des Priesters? Die Ruhestätte eines Adanos-Priesters. Sie liegt in der Mine. Ich erinnere mich auch an die Steintafeln. Er glaubte, dass sie ihm den Weg zeigen würden. Und als er die Schriftzeichen darauf entziffern konnte, brauchte er mich nicht mehr. Er hat einen Zauber des Vergessens auf mich gewirkt und du hast mich befreit. Aber recht clever von Raven eigentlich, oder? Ja, Sumpfkraut. Ich habe Sumpfkraut für dich. 47 Gold, Alter. Holy shit. Geil. So, okay. Dann sind wir hier komplett fertig. Wir müssen bloß nach Raven klatschen. Darüber erstmal ein Nickerchen. So, hat Snap vielleicht? Dietrich wahrscheinlich eher weniger, aber ist ja ein Wirt. Aber man kann es ja mal probieren. Zeig mal, was du hast. Salz hat er. Wo
Fokussiert, Evos Alkohol, okay. Ich hätte das nicht. Möglich ist alles. Das liegt doch auf der Hand. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, glaube ich dir. Wird eh nix. Das wird nix. Meine Meinung kennst du ja schon. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hey! Zeig mal, was du hast. Eine Erzbrocken. Die nehmen wir mal mit. Die könnten wir später vielleicht nochmal brauchen. Ja, Leute, ich würde sagen. Er kann einem leid tun. Man erzählt sich ja so einiges. Ich gehe jetzt kurz in die Stadt. Mich brauchst du das nicht. Kaufe ein paar Dietriche. Und dann komme ich wieder her. Geht ja eigentlich recht fix, weil wir haben ja die ganzen Teleporter schon erfunden. Eine sehr gute Neuerung, muss ich sagen. Also, ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob... Ich ziehe besser eine andere Rüstung an direkt. Die ist eh besser. Ab durch die Mitte. Teleport zur Hafenstadt. Da lerne ich gleich nochmal Einhand. Und der Mensch erschlug das Tier. Er sollte lieber den Mund halten. Da ist mein Lehrmeister, Wulfgar. Lass uns mit dem Training beginnen. Ja, schön, noch einmal und dann bin ich Meister. Und es wird noch viel schlimmer. So, wo ist Meister Torben? Hey! Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Nein! Das glaube ich einfach nicht! Nein! Ich kann das nicht glauben! Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt! Nimm den Brief wieder mit! Ich will ihn nicht! Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Hm. Das war, glaube ich, der Brief gewesen, wo drin stand, dass er so einen kleinen Schwanz hat. Alles klar? Danke, dass du mich gerettet hast. Kein Problem, Torben. Hey. Elbridge wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Balrog, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Aber ganz bestimmt, die nehmen wir direkt alle mit. Danke dafür. Mein Mann sieht das anders. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Er arbeitet auf den Kanzler. Schlimme Zeiten sind das. Ich glaube da nicht dran. Lass uns mal abwarten, was daraus wird.
Meinst du, mir geht jetzt gehen wir den Fischer Bescheid geben, dass sein Freund verstorben ist. Wenn wir schon mal hier sind. Da bist du ja wieder. Hast du was von meinem Kumpel William gehört? Er ist tot. Tja, das hatte ich mir fast gedacht. Danke, dass du noch mal hierher gekommen bist, um es mir zu erzählen. Ich werde mal in die Kneipe gehen und seinen Anteil am letzten Fang versaufen. Er hätte es so gewollt. Na ganz bestimmt. Viel Spaß. Also fehlt ja bloß noch der hier von... der Schiffsbauer da. Ja, Well. Das war keine große Sache. Ich glaub nicht, die hat ja auch, glaube ich, einen vermisst gehabt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich habe was anderes gehört. Das hätte ich dir vorher gesagt. Ach nee, sind doch ja nicht hier, die Typen. Das ist eine schlimme. Doch, Monty ist schon hier. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Und, wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da. Er studiert gerade die Pläne. Vielleicht wird's ja jetzt was mit dem Schiff. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Hey. Genau das. Und? Musst du wieder arbeiten? Alter, die haben in meiner Abwesenheit nichts auf die Reihe gekriegt. Ich muss mir erstmal die Baupläne wieder reinziehen. Na gut, lass dich nicht stören. Ja, alles klar. Gute Reise noch. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Haust rein. Wird alt mitgenommen. Ein paar Dietricher wären hilfreich. Er hat auf die falschen Leute gehört. Man muss eben aufpassen. Schlimme Zeiten sind das. So, perfekt. Jetzt könnten wir eigentlich noch zu Arkil gehen. Weil der hat ja auch noch ein paar Bauern vermisst gehabt. Und zum Rest, da kommen wir ja später noch hin. So Bengershof und so. Machen wir auch direkt. Und dann geht's zurück. Zu Raven. Zu Raven. Ich wäre zwar noch gerne eine Stufe gestiegen, bevor wir zu ihm gehen, damit wir dann Meister sind beim Einhand. Aber 5000 Erfahrung, die bekomme ich jetzt nicht mehr so schnell zusammen. Da müsste ich schon ordentlich Monster schlachten. Warte mal. Wegen deiner Knechte. Du hast sie mir zurückgebracht. Du bist ein mutiger Mann. Nimm dieses Gold als Zeichen meines Dankes. Ich muss gehen. Lass dich nicht aufhalten. Nein, nein. Hey, du. Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern. Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Oh Mann, ey. Das denken wahrscheinlich auch einige über mich und meinen Bruder. Schon fast erschrocken hier, Alter. Den habe ich gar nicht mehr gedacht.
Und da sind wir schon wieder. Ging doch recht zügig. So, eine Rüstung. Hierhedra, Akantar. So Leute, das ist jetzt hier ein perfekter Abschluss. Ich speichere nochmal ab und dann beenden wir die Folge an der Stelle. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!